Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 316. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Vergesellschaftung von Fischen, sowas wie ein Gesellschaftsaquarium. Und dafür habe ich den Stefan Hetz am Telefon. Moin Stefan, schön dich wieder diese Woche zu hören. Wie geht's dir und gibt's was Neues bei dir? Moin Lukas, ja, es gibt immer was Neues. Immer mal neue Fische, Fische, die sich neu fortgepflanzt haben, Fische, die ich abgegeben habe. Eine neue Sache. Ich hatte ja mal einen Podcast über Hypoptopomatine Welse gemacht. Ja. Und ich habe die Gattung Hypoptopoma hier drin. Und die haben mittlerweile ja mehrfach abgeleicht. Aber das waren immer nur die Elterntiere, die abgeleicht haben. Also im Abstand von einem Jahr dann 3 oder 4 Gelege hintereinander. Und jetzt hatte ich vor 2 Wochen das erste Mal Jungfische in einem Aquarium drin, wo ich wirklich nur wieder Jungfische von den anderen Welsen hatte. Also das heißt, die sind ungefähr 2 Jahre alt und die haben jetzt auch das erste Mal selbst Jungfische. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Das heißt, die Nachzuchten meiner ursprünglichen Tiere, die aus dem Zoofachhandel kamen, aus Importen kamen, die haben sich mittlerweile bei mir zu ja, Erwachsenen entwickelt und die haben jetzt selber Junge. Und das finde ich immer eine ganz tolle Sache, wenn man eine Generation weiter ist. Also das nur als Neuigkeit. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben aber da vielleicht mal eine andere Podcast-Folge mehr. Wir haben in der letzten Episode, in der Episode 315, über das Thema Zwergbuntbarsche geredet. Und da kam auch das Thema Vergesellschaftung ganz kurz auf. Aber warum ist es deiner Meinung nach überhaupt wichtig, Tiere zu vergesellschaften? Ja, also das ist ja so eine Geschichte mit den Gesellschaftsaquarien. Ich hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere, auch gesagt, dass man Zwergbuntbarsche in verschiedenen Setups halten kann. Ne? Also Gesellschaftsaquarium zusammen mit anderen Fischen und dann so diese Zuchtbecken und dann diese Artbecken. Warum ist es ein Thema? Also ja, es ist ganz einfach. Also merkt man ja momentan gerade in der Pandemie. Wie in der menschlichen Gesellschaft geht es ums Zusammenleben von Fischen auf engem Raum. Ne? Das ist ja schon mal das Prinzip der Vergesellschaftung. Und auf einem engen Raum hat natürlich jede Art ihre spezifischen Ansprüche. Und man muss natürlich auch gucken, dass die Tiere sich da aus dem Weg gehen können. Das ist genauso, stell mal vor, du hättest eine 3-Zimmer-Wohnung und da wohnen normalerweise 6 Leute drin, aber die da können immer mal welche rausgehen und immer mal welche da sein und so weiter. Und plötzlich sind die alle da. Und im Sofa gibt's einen Lieblingsplatz und die streiten sich alle um den Lieblingsplatz. Und also dieses Zusammenleben auf begrenztem Raum, das ist in einem Gesellschaftsaquarium einer gewissen Größe, wenn man da ganz viele verschiedene Arten vergesellschaften möchte, dann ist das schon eine Sache, wo man mal drauf gucken muss. Das fordert schon eine Überlegung. Also wenn wir mal in die Natur gucken, da gibt's Sandflächen, reine Sandflächen, da gibt's auch Fische drin. Da schwimmen manchmal Panzerwelsgruppen drüber. Da gibt es aber auch Welse, die sich im Sand einbuddeln oder andere Fische, die sich im Sand einbuddeln. Und dann gibt es natürlich, was ich ja im letzten Podcast auch angedeutet habe, ganz, ganz stark strukturierte Biotope, wie zum Beispiel die Falllaubschicht, Holz, Blätter, unten Sand, flach, ganz viele Fische drin, die man gar nicht so sieht, weil der Biotop halt stark strukturiert ist. Und diese Ansprüche an diesen natürlichen Biotop, also Verstecke, bestimmte Aufenthaltsorte, dann das entsprechende Wasser, also mit der entsprechenden Wasserhärte, der entsprechenden Wassertemperatur und das Futter und so weiter. Wenn man das alles in der Aquarienhaltung übersetzt, dann hat man halt das optimale Gesellschaftsaquarium. Das klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast eben das Wort Aufenthaltsorte gesagt. Was meinst du damit? Kannst du das mal genauer erklären? Ja, Aufenthaltsorte, das ist eine witzige Sache. Also
Wenn ich ein Aquarium habe, jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Da sind unglaublich viele, viele Äste und so Sachen auf dem Boden oder spitze Steine und Pflanzen. Und ich habe vorne eine Sandfläche. Und ich habe Panzerwälse drin. Dann werden sich die Panzerwälse meistens auf den Sandflächen aufhalten. Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, ne? Wenn man zum Beispiel sowas im natürlichen Biotop sieht. Also man findet Fische an bestimmten Orten. Das hat verschiedene Gründe. Panzerwälse, die haben eine reduzierte Schwimmblase, die sinken meistens auf den Boden. Das heißt, die könnten jetzt nicht frei in der Luft, hätte ich fast gesagt, im Wasser schwimmen, wie das Salmler machen. Sondern sind halt am Boden und nachdem die nicht irgendwie dauernd von irgendwelchen Holzstücken oder sowas runterfallen wollen oder von spitzen Steinen oder sowas am Bauch gepiekst werden wollen, deswegen sind sie halt dann am Boden. Und das kann man im Aquarium beobachten. Oder man kann sogar auch beobachten lassen, was ich ja relativ häufig mache, um das quantifizieren zu können. Also ich habe da so automatische Überwachungen installiert. Das ist eigentlich auch ganz witzig, damit man auch mal so ähnlich so wie Kevin allein zu Hause. Also was machen die Fische, wenn sie allein zu Hause sind? Weil wenn ich da bin, dann reagieren die möglicherweise anders. Deswegen habe ich da so eine automatische Überwachung. Ja, kommt der Wissenschaftler und Nerd in mir vielleicht raus. Wie geht das? Also, das klingt sehr interessant. Erzähl Ja, mal. das ist, ja, es ist so, ich hab im Prinzip. Eigentlich ist es ein Mikrocomputer. Ich weiß nicht, ob einige der Zuhörer sich da so auskennen. So Raspberry Pi, das kann man ja gerne sagen. Das ist so ein Mikrocomputer, da läuft ein Linux drauf. Da gibt es externe Kameramodule dazu. Und das kann man zusammenstecken und selbst programmieren und selber ein bisschen basteln. Man kann auch eine Überwachungskamera kaufen, man kann auch eine Webcam verwenden. Und im Prinzip nimmt man einfach so eine Folge von Bildern auf. Also es ist wie ein Video, halt nicht mit 30 oder 60 Bildern in der Sekunde, sondern vielleicht nur einem Bild in der Sekunde oder vielleicht nur einem Bild in alle 5 Sekunden. Und ja, dann kann man es hinterher angucken, aber da hat man nichts davon. Also man kann es halt dann sehen. Für mich viel wichtiger ist, wenn man sowas auswertet. Und das Auswerten, das mache ich immer auf zwei Art und Weisen. Da gibt's so ein paar so Auswerteroutinen, die sind eigentlich relativ einfach zu bedienen. ImageJ ist zum Beispiel so eine Sammlung von Java-Modulen, wo man sowas machen kann für die Leute, die sich dafür interessieren. Also was ich dann mache, ist einfach ich nehme die Bilder auf und schicke sie dann hinterher in so ein Auswerteprogramm rein. Und was dann hinterher rauskommt, kann ich gleich nochmal erzählen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Fische ja relativ gute Indikatoren sind für verschiedene Störungen und für so Sachen. Weiß nicht, ob das einige Leute wissen. Man hat früher. Vielleicht macht man es auch immer noch. Ich glaube, mittlerweile macht man es mit Wasserflöhen. Man hat früher mit Fischen in einem Aquarium Trinkwasser testen lassen. Also der Witz dabei war, da schwammen halt so 10 Fische in einem Aquarium. Und wenn plötzlich eine Substanz im Wasser aufgetaucht ist, die möglicherweise schädlich wurde, dann reagieren Fische schon bei sehr, sehr niedrigen Konzentrationen mit Verhaltensänderungen. Dann haben die ihre Schwimmweise geändert, sind mehr nach oben gegangen oder mehr nach unten, mehr hin und her geschwommen und das konnte man auswerten und dann hat man eine chemische Analyse gemacht. Also das ist die Idee, die dahinter steht. Und bei Zebra-Bärblingen, das ist ja so die Maus des Wissenschaftlers im Bereich auf Fische, da kann man von, gibt es einen riesengroßen publizierten Verhaltenskatalog. Und man kann da aufgrund von Bewegungsparametern auf das Verhalten von den Tieren schließen. Das ist eigentlich die Sache, der, ne? Ja, ist das nicht extremst aufwendig? Und wenn ja, kann man nicht überhaupt sowas zu Hause selber machen?
Ja, das ist ja der Witz eigentlich bei der Sache, nachdem viele so Mikrocontroller wie Arduino und so Mikrocomputer wie Raspberry Pi aufgetaucht sind, kann man quasi so vom Geld her und vom Aufwand her Wissenschaft auch daheim machen. Also wir reden jetzt nicht über Tierversuche oder sowas, sondern wir reden einfach nur über automatisierte Beobachtungen. Bei diesem Raspberry Pi, da gibt's verschiedene Module dazu. Und wenn man im Netz einfach nachguckt und zum Beispiel RaspiVid, also das ist so ein Videobefehl, RaspiStill oder PyCam oder sowas einfach verwendet, da braucht man eigentlich kaum Programmierkenntnisse. Und dann spricht quasi dieser Computer die Kamera an und macht Bilder. Und die Auswählroutinen, die kann man dann hinterher verwenden. Also was macht man letzten Endes? Was ich immer mache, ist, ich subtrahiere ein Bild vom letzten Bild. Und wenn das letzte Bild und das Bild, was ich voneinander subtrahiere, exakt gleich sind, dann kommt im Prinzip ja nichts raus, also eine weiße Fläche. Wenn sich der Fisch allerdings etwas nach rechts bewegt hat, dann habe ich auf dem zweiten Bild, wenn ich das vom ersten subtrahiere, einfach nur den Fisch, der sich da bewegt hat. Und aufgrund dieser Differenzbildanalyse, die ich da machen kann, habe ich dann immer nur die relative Bewegung des Fisches zum vorherigen Bild. Und wenn man die alle übereinander legt, dann kann man zum Beispiel so eine Heatmap generieren. Das heißt also, der Aufenthaltsort ist eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit da, wo der Fisch sehr häufig war. Ja, also ein Beispiel von unseren Panzerwelsen werde ich halt finden. In der rechten vorderen Ecke ist eine Sandfläche und da werden die vor allem sitzen. Und weil sich ab und zu ein bisschen so hin und her bewegen, kriege ich dort eine hohe Aktivität und letzten Endes sitzen die Fische vorne rechts alle drin. Ich habe sowas auch schon für Schneckenbundbarsche gemacht und so. Ja, und dann gibt es halt die Möglichkeit, also dann auch noch, wenn man zum Beispiel ein Pärchen drin hat, die Stellung der Fische zueinander auf den Differenzbildern anzugucken, dann sieht man, aha, innerhalb einer Minute schwimmt das Weibchen, das Männchen, wenn sie Junge hat oder wenn sie Eier hat, 20 Mal an, also das verwende ich für meine Histogramme, oder 10 Mal an. Und wenn man ein Gesellschaftsaquarium hat, und ach, ergibt sich ja momentan total viel so mit künstlicher Intelligenz und so Sachen. Rein theoretisch könnte man ja individuelle Fische sogar erkennen oder so, aber da bin ich noch nicht so richtig weitergekommen. Aber was ich daraus erfahre, ist, ich kann feststellen, wo sich die Fische vor allem aufhalten, wie und wie oft sie sich bewegen, wer mit wem interagiert, und das kann ich alles quantifizieren. Also ich kann sagen, zu 50% der Zeit machen die dieses und jenes. Gut, das ist jetzt für einen Wissenschaftler interessant. Ja, kommen wir mal zurück zum Thema. Was hast du denn überhaupt rausgefunden? Naja, ich habe viele Sachen, die man rausgefunden, die man halt auch schon kennt. Also das Verrückte ist ja, man macht ja im Prinzip was unser Gehirn und unsere Augen eh machen können. Also was findet man raus? Man findet die bevorzugten Aufenthaltsplätze einiger Fische raus. Ich habe beim letzten Mal über Zwergbundbarsche erzählt, dass ich Zwergbundbarsche zusammen mit Spritsalmen dann halte. Das heißt, die Spritsalmen, das sind vor allem oben und die gehen auch nicht runter. Also die sind so im oberen Drittel des Aquariums permanent. Ab und zu sieht man mal, dass ein Fisch von unten, also ein Apistogramma von unten, vielleicht bis zwei Drittel der Höhe des Aquariums hochschwimmt und dass die Spritsalmen dann alle ganz schnell reagieren. Also das heißt, es gibt Interaktionen. Und man kann dann auch sagen, okay, Spritsalmen, das sind Oberflächenfische. Die anderen Fische sind eher bodenorientierte Fische, weil die Bistogramma, die findet man immer nur knapp über dem Boden, also zumindest im größten Teil, außer eben, wenn sie ab und zu mal wegschwimmen. Und dann kann man mal gucken, was passiert, wenn man füttert. Und dann wird es plötzlich komplett anders. Da gehen die Bistogramma auch nach oben, da kommen die Spritsalmen auch nach unten. Und natürlich die bevorzugten Plätze und natürlich die Ausdehnung dieser bevorzugten Plätze, also letzten Endes nutzen die komplett aus oder gehen die noch drüber? Ist die Sandfläche für meine Fische zu klein? Sind die Höhlen zu wenig? Gibt es da zu viele Konflikte? Oder wenn das Aquarium größer ist, dann noch
wo sind die Reviergrenzen von einigen Tieren und so. Und hinterher hat man natürlich unglaublich viele gute Ideen für Aquarieneinrichtungen. Ne? Ja. Also, ja, es ist nichts anderes als das, was man selber durch Beobachtung herausfinden kann. Also wenn man 2, 3 Stunden vor einem Aquarium sitzt oder jeden Tag sich einfach mal hinsetzt und so schaut, dann weiß man auch, ah, die harmonieren nicht richtig miteinander. Das Weibchen verschwindet in der Höhle, das Männchen geht da hinterher, jagt sie wieder raus. Ja, dann baut man halt eine kleinere Höhle ein oder eine Höhle mit einem kleineren Schlupfloch, wo zum Beispiel bei Abyssen kann man nur das Weibchen reinkommen, das Ruhe hat und so Sachen. Und sowas kann man dann halt auch feststellen letzten Endes. Aber vielleicht ist es bei mir ein bisschen mehr so der Wissenschaftler, ne? Das ist eigentlich das Coole dabei. Aber was schon richtig witzig ist, ist natürlich auch diese räumliche und zeitliche Einmischung. Also gerade in einem Gesellschaftsaquarium, wenn man Beilbäuche noch drin hat, dann habe ich auch mal gemacht, dann sind die quasi oben nur in den oberen 3, 4 Zentimetern der Wasseroberfläche. Ne? Also die sind nicht oberflächenorientiert, da würde ich schon fast sagen, die sind oberflächengebunden. Die hängen wirklich nur da oben dran. Und wenn man dann so ein größeres Aquarium hat, wo vielleicht 2 Sandflächen sind, dass man mal weiß, okay, das sind jetzt auf der einen Sandfläche so Zwergbuntbarsche, auf der anderen Sandfläche sind Corydoras, also Panzerwälse, dann schwimmen mal der anderen die Zwergbuntbarsche rüber, dann sind die Corydoras wieder auf der anderen Sandfläche und so weiter und so Geschichten. Ist schon total cool, was da für eine Dynamik drin ist. Also das ist halt das Tolle. Und man weiß dann halt auch, gut, wenn man die eine Sandfläche direkt mit einigen Höhlen im Hintergrund oder sowas haben, dann sind die Apistogramme meistens an der Stelle und dann stören sie sich nicht mit den Corydoras. Aber man braucht halt dann auch einen gewissen Platz und das heißt auch, man weiß, also entweder hält man dann diese Tiere zusammen, dann muss das Aquarium halt entsprechend groß sein, damit ich die Möglichkeit habe, 2 große Sandflächen da reinzubauen. Oder ich lasse es und mache so wie ich. Also eine Sandfläche mit Corydoras drin, keine Apistogramma, oben auch Fische, ein Becken daneben, Sandfläche mit Apistogramma drin, mit Verstecken, ne? Und so weiter. Also das ist eigentlich das Witzige, was man dazu machen kann. Also man kriegt wirklich richtig viele gute Ideen. Tja, mega, Und mega, wenn ja. man gern programmiert und so, und es ist halt ein bisschen nervig. Ja, aber da hat ja jeder so seine Interessen. Ja. Das war jetzt mal mega interessant. Hast du vielleicht irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest? Ja, klar. Also egal, wie man es macht, ob man jetzt einen Computer irgendwie vor sein Aquarium hinstellt, was natürlich auch cool wäre, wenn man da mal so ein Gemeinschaftsprojekt oder sowas machen könnte. Vielleicht sogar über MyFish. So eine Idee, die mir gerade so gekommen ist. Man einfach mal sagt, hey, lass doch uns mal einfach mal so eine ganze Community, vielleicht 5 oder 6 oder 7 Leute, einfach mal gucken, was man da so machen kann. Also beobachten ist auf jeden Fall wichtig. Ich sage auch immer, einfach mal ein paar Minuten vors Aquarium setzen und einfach nur reingucken. Man kann super abschalten und man kann sich einfach von den Tieren einfach mal ein bisschen inspirieren lassen. Ja, da gibt es von Konrad Lorenz auch so ein witziges Zitat. Ich krieg's nicht mehr hin, aber der hat so gesagt, irgendwie, wie wichtig für ihn ein Aquarium war, dass man sich einfach da so davor hinsetzen kann und dass es im Prinzip genauso ist, wie wenn man einfach ins Feuer reinguckt, also in den offenen Kamin reinguckt oder in Lagerfeuer reinguckt oder dem Wasser nachguckt oder so. Man kriegt kluge und krause Gedanken und das ist eigentlich das Tolle. Also man kriegt viele kluge Gedanken einfach, indem man sich einfach nur hinsetzt und einfach mal reinguckt. Und dass das Beobachten aber auch heißt, dass man bewertet und handelt. Ne? Das heißt also, ich beobachte was und sehe da, ja, die Fische, die interagieren die ganze Zeit. Also die jagen sich da und hin und her und streiten sich um irgendwelche Ressourcen, um irgendwelche Höhlen oder sowas. Ja, da muss man natürlich auch bewerten und handeln. Da muss man das Aquarium halt anders einrichten. Und es ist für eine Bewertung immer nicht schlecht, wenn man so gewisse Wertmaßstäbe hat. Ja. Und muss ich leider auch sagen, manchmal kriegt man ja so mit wie in den sozialen Medien Leute mit Aquarien, die eigentlich kein Gesellschaftsaquarium sind, sondern einfach nur eine Fischsuppe sind. Sorry, dass ich das so sage.
die ganze Zeit da irgendwie ihre Bilder posten und einfach nur hören möchten von irgendjemandem, der sagt, ja, das kannst du auch noch einsetzen. Das meine ich mit Wertmaßstäben. Also und Handeln. Ein Gesellschaftsaquarium ist auch okay, wenn die Gesellschaft nur aus drei Arten besteht. Ja, es muss nicht immer drei Arten und dafür etwas mehr Tiere und vielleicht ein Aquarium noch nebendran oder ein drittes oder ein viertes. Geht ja auch. Sieht man bei mir. Ja, das geht, glaube ich, bei Und allen bei uns. für die Einrichtung des Aquariums ist es auch ganz wichtig, dass man das mitnimmt. Also Bodengrund, wie interagieren die Tiere mit dem Bodengrund, Verstecke, Rückzugsgebiete. Und dann natürlich für die Gesellschaftung diese kompatiblen Arten. Also kompatible Arten, das heißt Arten, die im Aquarium gut miteinander harmonieren. Und jetzt meine ich auch kompatible Arten, mal abgesehen von diesem Jäger-Beute-Verhältnis, also was weiß ich, kleine Mini-Neons und Riesen-Altumskalare, ne? Die Tiere sollen möglichst wenig gemeinsame Ansprüche haben. Und jetzt komme ich wieder auf das Sofa zurück. Wenn alle Familienmitglieder das gleiche Sofa wollen oder den gleichen Sessel, dann gibt es Konflikte. Und deswegen sollten diese Ansprüche in dem Gesellschaftsaquarium möglichst unterschiedlich sein. Das ist genauso mit dem Essen. Wenn alle das gleiche essen wollen, also wenn irgendwas auf den Tisch kommt, aber alle wollen nur die Stückchen bestimmte Gemüse oder das bestimmte Stückchen Fleisch haben, dann gibt es immer Streit. Wenn tag- und nachtaktive Fische die gleichen Verstecke nutzen, gibt es auch Stress. Ja, der eine will schlafen und der andere setzt sich aufs Bett und will nachts Videos gucken oder sowas. Das lässt sich alles weiterführen. Aber solche Sachen, die sollte man sich einfach mal angucken. Und man kann es durch Beobachten machen oder man kann eine Kamera davor stellen. Das einfach nur mal. Ein paar Gedanken zu Gesellschaftsaquarien. Ja, Ich hoffe, es Stefan. ist gelungen. Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen und sehr, sehr langen und spannenden Antworten. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und vielleicht hören wir uns auch irgendwann mal wieder. Und ja, dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ja, bis hoffentlich bald. Ja, besten Dank, Lukas. Ciao. Ciao. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish aus dieser Episode mit 316. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.